Gehrig. Ach so, für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, schade, einige Kollegen haben die Chance heute Abend verpasst, auch lobende Worte für eine gute Politik zu finden. Und ich sage sehr bewusst, der Sache wegen wäre es mehr als gerecht. Und wie war das, Herr Kindler, mit den betroffenen Hunden, die bellen? Ja. Ich möchte den Minister und sein Haus loben für eine gute Agrarpolitik. Ich möchte unseren Chefhaushälter Caius Caesar für seinen Einsatz loben und auch seinen Kollegen Frese. Und ich möchte auch unseren Bundesfinanzminister Dr. Schäuble in diesen Lob einbeziehen, der seit 60 Jahren geschafft hat, mit einer soliden Finanzpolitik endlich neue Zeichen zu setzen. Wir haben einen Aufwuchs von über 300 Millionen Euro für unser Ressort. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft und für den ländlichen Raum. Worum geht es, meine Damen und Herren? 50% der Menschen leben in den ländlichen Regionen, 90% der Flächen sind dort und ein Drittel ist mit Wald bewachsen. Es geht ums Ausbalancieren, um das Herstellen gleicher Lebensbedingungen, wie es schon im Grundgesetz steht, eher schöner um die vielfältige Kulturlandschaft. Es geht um die Produktion hochwertiger Lebensmittel. Deshalb ist das Etat im BML gut angelegt. Es wird effizient eingesetzt und es wird klug eingesetzt. Und ich sage noch einmal Danke. Die Landwirtschaft, meine Damen und Herren, in Deutschland ist arg gebeutelt. Wetterkapriolen, schlechte Erzeugerpreisungen, Beschimpfungen auf der anderen Seite. Die Einkommen hinken deutlich hinter dem Vergleichslohn. Der Strukturwandel ist groß, wie gesagt wurde. Und gerade mal 1,5% der Erwerbstätigen sind im Bereich der Land- und Forstwirtschaften. Für manche Partei scheint dieses Klientel aufgegeben worden zu sein. Sehen wir aber das Ganze, werden wir erkennen, dass 11% mit den vor- und nachgelagerten Gewerke ein mächtiges wirtschaftliche Position darstellen. Ich sehe die Sorge um den Verlust der bäuerlichen, familiengeführten Betriebe und genauso schlimm nationale Beschränkungen, eine fehlende finanzielle und moralische Unterstützung kann dafür Sorge tragen, dass eine Abwanderung der Produktion stattfindet. Und das wäre doch der Supergau, insbesondere auch für die Menschen, die in Deutschland leben. Und lieber Kollege Kindler, lieber Kollege Ebner und Ihre Gesinnungsgenossen, merken Sie sich das. Wir brauchen eine ausgewogene Politik mit Augenmaß und nicht nur mit Verboten. Das BML mit seinen Maßnahmen und Mitteln helfen natürlich nicht allumfassend, aber es werden sehr gute Signale gesendet. Und ich sage sehr bewusst, auch die Branche muss ihren Teil dazu beitragen. Der zweite Schwerpunkt, ländlicher Raum. Hier gibt es Problemzonen ohne Zweifel. Der demografische Wandel, der Trend hin zum Ballungszentrum, zur Urbanisierung. Ich sage aber auch, ich bin davon überzeugt, es ist eine Umkehr möglich. Wir müssen eine Politik machen, nicht nur
in unserem Ministerium, das geht quer durch den gesamten Bundeshaushalt. Es geht um Straße, Schiene, schnelles Internet. Allein da hat der Bund 4 Milliarden Euro bis 2020 zur Verfügung gestellt. Das ist Förderung für den ländlichen Raum. Dort werden diese Mittel eingesetzt. Das sind doch alles sehr starke Signale, insbesondere aus den unionsgeführten Ressorts. Natürlich, wir brauchen auch Bildung. Es geht um die medizinische Nahversorgung. Aber ich glaube daran, dass eine sich ändernde Mobilität und die Digitalisierung uns bisher ungeahnte Möglichkeiten für den ländlichen Raum eröffnen werden. Ganz neue Modelle und Chancen wird es geben, Leben und Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen, und das in einem relativ friedfertigen Umfeld mit Ehrenamt, Vereinskultur stärken. Das ist für mich ländlicher Raum der Zukunft. Da freue ich mich, dass ich mittendrin sein darf. Und wir sehen es doch jetzt schon bei der Integration von Flüchtlingen, dass wir im ländlichen Raum sehr viel besser in der Lage sind, Probleme zu lösen, als es häufig in der Stadt machbar ist. Bauern, Mittelstand und das Handwerk, das sind das wirtschaftliche Rückgrat im ländlichen Raum. Und die Mittel, die alle genannt wurden, ich will keine Summen mehr nennen, aber im Bereich Liquidation, LUV, GAK, Buhle, Hochwasserschutz, Nachhaltigkeit, Forschung, Innovation, das sind alles Programme und Mittel, die besser ausgestattet wurden im Sinne auch des ländlichen Raumes. Und da sage ich immer noch, das sind starke Signale. Ich hoffe, dass wir gemeinsam auch das wichtige Thema Gewinnklettung wegen den volatilen Einkommen in der Landwirtschaft lösen können. Der dritte Block, die Ernährung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelverschwendung, die wurden ebenfalls gestärkt. Und das ist gut so. Und die stehen ganz oben auf der Agenda unseres Ministeriums. Diese Finanzmittel, die zum Beispiel auch in das Bundeszentrum für Ernährung gesteckt werden oder für das Bundesinstitut für Kinderernährung, die sind ebenfalls sehr gut angelegt. Schon wegen der erwarteten präventiven Gesundheitsvorsorge lassen sich diese Mittel nach meiner festen Überzeugung ganz schnell rechnen und auch wieder reinbekommen. Eine Win-Win-Situation, meine Damen und Herren, die entsteht dann, wenn es uns gelingt, Erzeuger, Verbraucher und den Handel zusammenzuführen. Etwas mehr finanzielle Wertschätzung für die in Deutschland produzierten Lebensmittel schafft Luft für weitere positive Veränderungen in der Lebensmittelproduktion. Und da müssen wir alle doch gemeinsam drauf hinarbeiten. Nehmt doch die Bauern weg vom Pranger. Da gehören sie, weiß Gott, nicht hin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Organisationen, die draußen unterwegs sind. Es liegt doch auf der Hand. Die weltweit besten Lebensmittel werden bei uns produziert. Die kann und darf es doch in Zukunft nicht weiterhin zum Schnäppchenpreis geben. Auch mit unseren Ansätzen zur Ernährungsbildung sind wir auf dem richtigen Weg. An die Kinder müssen wir ran. Liebes Ministerium und Herr Minister, sehr vieles ist gut gemacht worden. Lassen Sie uns gemeinsam auf diesem Weg weitergehen. Und für mich ist es zweitrangig, ob in der nächsten Legislaturperiode unser Ministerium Ernährung und Landwirtschaft oder ländlicher Raum und Landwirtschaft heißt. Wichtig ist mir, dass wir weiter ein Ministerium haben, das weiterhin die Aufgaben im ländlichen Raum so gut im Blick hat wie seither. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alois Gehrig. Nächste Rednerin, Janine.